Mein Name ist Philipp Meyer-Degenhardt von der CDU. Und ja, ich gebe es zu, wir haben da gerade so einen kleinen Durchhänger, aber mit ein bisschen Werbung hier bei den Wählerinnen und Wählern an der Basis, da kriegen wir das sicher wieder hin. Sag mal, warum muss eigentlich immer ich hier mit dem Pöbel auf der Straße reden? Ich verstehe das nicht. Moin, moin, Philipp Meyer-Degenhardt von der Union. Mensch. Ja, Sie freuen sich so, ne? Ich mache jetzt erstmal Spargel. Philipp Meyer-Degenhardt von der Union, kleines Wort des Lobes vielleicht mal. Für was? Für die gute Arbeit der Union. Geht Ihnen das nicht auch langsam auf den Keks? Dieses Auf und Zu und teilweise. Dann machen Sie einen Beschluss, Inzidenz ab 100, da wird alles wieder zurückgefahren. Das Bundesland macht das nicht, das macht das ja. Das, sag ich mal, ist natürlich nur eine Zwischenphase, bevor alle das Richtige tun. Wie lange soll die noch dauern? Das ist jetzt unmittelbar vorbei. Bis zu den Wahlen? Impfen, testen. Impfen, das läuft doch gut. Das läuft super, ja, wir sind hinter Moldawien. Aber Sie freuen sich auf den Impftermin? Ja, das hoffe ich doch sehr, dass mein Hausarzt mich demnächst mal anruft. Aber natürlich. Ja, also, das ist ja auch diese, sagen Sie so das ist ja diese Vorfreude. Und eine Vorfreude soll ja auch möglichst lange da sein. Ich danke. Also die Vorfreude kann ich mir sparen. Maskenaffäre, die ganze Strategie, die es nicht gibt. Naja, aber erstmal eins nach dem anderen. Okay. Die Maskenaffäre. Millionen kassieren, Hand aufhalten. Es ist unter aller Sau. Tut mir leid, da habe ich kein Verständnis dafür. Aber das ist auch ein Zeichen für eine gewisse Pfiffigkeit. Einfach für eine wirtschaftliche Agilität, wo man sagt, ja, so. So kann man das auch sehen. So habe ich das bis jetzt noch nicht gesehen. Na also, da sind wir doch auf einer Linie. Nein. So. Wo würden Sie sagen, was wäre der Beste? Wen nee, wir? Das ist ein Weichei. Ja, Armin ist ein Spaßvogel. Der ist mir in letzter Zeit auch nicht mehr so sympathisch wie am Anfang. Das Söder ist ja das Allerletzte. Ja, wir hätten sonst noch, also wenn es ein bisschen... Never ever. So, jetzt haben die Leute alle mal ein bisschen geschimpft, ein bisschen Dampf abgelassen. Aber am Ende machen sie alle wieder brav ihr Kreuz bei der CDU. So, nächstes Mal macht den Scheiß ein anderer echt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das hier könnte euch auch gefallen. Ist nämlich auch von uns. Und hier könnt ihr uns abonnieren. Und natürlich am besten auch die Glocke aktivieren, um in Zukunft nichts mehr von Extra 3 zu verpassen. Wer hatte die Idee mit der Glocke?